Hallo Freunde, mir wurde vor ein paar Tagen die berechtigte Frage gestellt von einem Dan W. Kann den Elektromotor oder den Akku irgendwas passieren, wenn man im Winter damit fährt, bei Minusgraden? Und ich habe mir vorher auch keine Gedanken darüber gemacht, ich bin davon ausgegangen, das geht alles gut. Aber es gibt doch ein paar Sachen, die man beachten sollte. Das habe ich mal rausgesucht. Ich würde da auch ganz gerne was drüber vorlesen. Also was man beachten sollte, wenn man ein E-Fahrrad hat und was man halt wissen sollte. Also man sollte den Lithium-Ionen-Akku auf keinen Fall bei Minustemperaturen draußen aufladen. Ja, weil das damit die Lebensdauer halt auch weiterhin lange bleibt oder dass er lange lebt. Unter minus 20 Grad kann die Elektrolyseflüssigkeit, die da vorhanden ist, was ich auch vorher nicht gewusst habe, eventuell einfrieren. Deswegen, also unter minus 20 Grad sollte man das nicht nutzen. Ich denke, das werden die meisten aber auch nicht tun, weil bei minus 20 Grad Fahrrad zu fahren, das ist ja schon gefährlich. So, je kälter es wird, umso zäher ist die Elektrolyteflüssigkeit zwischen den Polen des Akkus. Und damit steigt auch der Innenwandwiderstand. Und somit, deswegen ist der Effekt der Verschlechterung des Akkus da. Das heißt, wenn quasi der Strom nicht richtig fließen kann, weil das Ganze quasi zähflüssig ist dann wird quasi die Reichweite auch weniger bei dem Fahrrad als vorher. So. Das nächste ist, man sollte den Akku immer bei Minustemperaturen von Rad abnehmen und zu Hause bei Zimmertemperatur aufbewahren. Das hält den natürlich auch länger am Leben. Also Akkus mögen Wärme. So viel kann man sich auf jeden Fall merken. Und wer im Winter bei Minustemperaturen fahren möchte, sollte vielleicht die passende Isolierung drumherum machen. Die gibt es wohl auch schon in Baumärkten und so weiter zu kaufen oder bei den Fachhändlern. Sollte man sich vielleicht schlau machen, soll gut für den Akku sein. Ja, und auch wenn man jetzt zur Arbeit fährt oder sonst noch irgendwo hin, wie gesagt, das Rad kann ja ruhig draußen stehen bleiben, also dem Motor passiert nichts. Aber den Akku sollte man halt rausnehmen und halt bei Zimmertemperatur aufbewahren und nicht draußen lassen. Das sind so die wichtigsten Regeln, die man vielleicht beachten sollte bei den Akkus. Und wenn man das tut, hat man, glaube ich, auch lange Freude daran. Weil mittlerweile ist die Qualität ja doch schon relativ gut. Ist ja auch alles Serie. Von daher, ja, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf neue Fragen.